habe dann aber auch gemerkt, dass mich das sehr gerührt hat, dass natürlich auch Menschen rumgeknutscht haben auf diesen Partys. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich freue mich total, heute mit euch und mit dir, Tim, nochmal über das Thema Kirche und Homosexualität bzw. queer und die queere Szene zu sprechen. Und da erzählst du uns, glaube ich, gleich einfach ein bisschen von deiner Arbeit. Wenn ihr das letzte Video noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das doch super gerne an. Da erzählt Tim von seiner eigenen Geschichte, von seinem Coming Out und wie er auch zur Kirche gefunden hat und was ihm als Pfarrer aktuell in seiner Arbeit einfach total wichtig ist. Und ich glaube, da knüpfen wir jetzt direkt an. Erzähl mal, wer bist du und genau. Ich bin Tim, ich bin Pfarrer in Köln, also in der Kölner Innenstadt und ja, mache eigentlich so das, was ein Pfarrer normalerweise macht. Gottesdienste am Sonntag, Konfirmationsarbeit, Taufen, Hochzeiten, Beerdigungen. Das ist so meine Arbeit, aber ich mache eben zusätzlich auch noch queere Arbeit in meiner Gemeinde. Erzähl gerne mal, was das bedeutet. Wie kann ich mir das vorstellen? Und vielleicht vorher, was ist queer? Ja, also queer ist, würde ich sagen, immer das Wort, was so ein bisschen attraktiver ist für LGBTQI+, weil das ist schwierig, geht schwer über die Lippen. Und dann fragen sich auch immer, sind alle Buchstaben mit drin? Und deswegen hat sich mittlerweile, ich sag mal, so in der Szene dieser Begriff queer etabliert, weil der einfach viel einfacher ist und weil eigentlich war das mal ein Wort, was gegen die Community verwendet wurde im Englischen, aber was sich dann selbst angeeignet wurde und heute eben positiv belegt ist. Und das heißt, in dem Wort queer steckt alles drin an sexueller Orientierung und Identität, was. Was ich sage mal von der Norm in Anführungsstrichen halt abweicht, ja. Was heißt denn dann, du machst Arbeit in der Kirche, also queere Arbeit? Was heißt das? Ja, ich habe gemerkt, dass ich selber natürlich als queerer Pfarrer oder schwuler Pfarrer ja, mich zwar wohlgefühlt habe, aber es irgendwie jetzt auch nicht so die Kirche gab, wo ich selber gerne hingegangen wäre. Natürlich gab es auch viele Angebote, die ich schon gut fand, aber ich habe gedacht, wo sind denn die queeren Menschen, denen ich so in der Szene in bestimmten Bereichen begegne? Und deswegen dachte ich, ich möchte diese Menschen auch gezielt ansprechen und habe dann eben angefangen, queere Gottesdienste zu veranstalten, queere Partys in meiner Gemeinde und auch einen Instagram-Kanal zu öffnen, wo ich dieses Thema eben auch sehr öffentlich behandle. Dein Insta-Account heißt Armen, aber sexy. Ja, genau. Was hat es denn mit dem Namen auf sich oder wofür steht das sexy? Ja, also natürlich ist es erstmal das Wortspiel mit dem Berliner Slogan, den Wovereit einmal gesagt hat, arm aber sexy über Berlin. Und da hat sich natürlich dieses Wortspiel gut angeboten mit armen aber sexy. Aber ich finde auch, dass es ein guter Slogan geworden ist, weil ich oft das Gefühl hatte, dass Kirche eben nicht sexy ist. Also ich habe Kirche immer mit einem Besuch bei der Oma verglichen. So man Es ist irgendwie so, es gibt alte Möbel, die Musik ist so ein bisschen altbacken. Man fühlt sich aber auch irgendwie wohl. Also bei Oma ist es gut, aber man würde jetzt mit Oma auch nicht über seine Sexualität sprechen und das Outing bei der Oma fällt einem vielleicht auch ein bisschen schwerer. Und da wünsche ich mir halt einfach eine Kirche, die halt ein bisschen mehr sexy ist, ein bisschen attraktiver und auch offen über Sexualität reden kann. Deswegen habe ich mir meine Kirche gewünscht, die so ein bisschen wie ein queerer Nachtclub ist, wo man die Ui, Person das ist sein aber kann, spannend. wie man will. Deswegen habe ich dann auch angefangen, queere Partys zu veranstalten. Und ich finde einfach, das ist sowieso mein Ansatz, dass man bei Gott eben so sein kann, wie man ist und Gott einen so liebt, wie man ist, mit seiner Sexualität. Das heißt, du veranstaltest im Rahmen der Kirche Partys. Das finde ich ja auch spannend. Erzähl mal. Ja, genau. Ich habe gedacht, das ist wirklich einzigartig, dass also Kirche erstmal Partys veranstaltet. Das gibt es zwar schon, aber dass sie dann auch queere Partys veranstaltet. Die Partys finden nicht direkt in der Kirche statt, sondern unter der Kirche haben wir einen großen Gewölbekeller. Das war mal sogar einer der berühmtesten Clubs von Köln. Also da gibt es auch eine Geschichte. Und ich habe gedacht, wie wäre das denn mal, wenn so viele queere Menschen in die Kirche kommen und da auch feiern? Und ich sage, für mich sind diese Partys auch, das würden natürlich die Leute, die da selber hingehen, nicht so sagen, aber auch eine Art von Gottesdienst. Und ich merke, ich habe erstmal zu einer Party eingeladen,
habe dann aber auch gemerkt, dass mich das sehr gerührt hat, dass natürlich auch Menschen rumgeknutscht haben auf diesen Partys. Und das zu sehen, dass Menschen sich so frei in Kirche bewegen können, so frei leben können und sogar rumknutschen, das fand ich eben besonders. Und ich selber, einfach auch um zu zeigen, dass es eine kirchliche Veranstaltung ist, habe auch immer so meine 20 Minuten, der Pfarrer legt auf und ziehe mir dann auch den Talar an und leg auf. Und habe auch immer noch eine kleine Botschaft eben, wo ich auch nochmal sage, hey, wir sind hier ein offener Ort, das ist ein sicherer Ort für queere Menschen. Und Kirche kann eben entgegengesetzt zu den Bildern, die es oft so gibt, eben auch ein sicherer Ort für queere Menschen sein. Das ist mir sehr wichtig. Und da seid ihr oder bist du in Köln hier natürlich auch an einem Ort, wo es ja eigentlich viel Toleranz, glaube ich, gibt, ne, und auch viel Vielfalt. Ja, also ich habe wirklich das Glück, dass in meiner Gemeinde habe ich eigentlich gar keine Probleme mit meiner Homosexualität, weil da unser Presbyterium, das ist ja das Leitungsgremium unserer Gemeinde, allein da sitzen schon viele schwule, lesbische Menschen drin, Transpersonen. Also wir sind innerhalb des Presbyteriums schon sehr divers. Von daher wird da auch vieles unterstützt und da habe ich keine Probleme. Wie ist das denn? Also können das alle so annehmen? Gibt es da vielleicht auch Schwierigkeiten, weil in Kirche ja auch Glaubenssätze sind, die einfach schon Jahrhunderte alt auch sind und einfach bestimmte Sachen auch tief verankert sind, ne? Zum Beispiel dieser Satz, Homosexualität ist eine Sünde. Genau, und diese Erfahrung, die ist natürlich auch noch tief in vielen Menschen, die kommen auch drin. Also auch die, dass es natürlich gibt, du hast jetzt wahrscheinlich eher freikirchliche Erfahrungen gemacht. Ich bin eher in der Landeskirche, aber auch in der die Landeskirche ist noch nicht so lange offen. Und generell Kirche, also in der Kirche war immer Sexualität schon immer ein Problem. Und dann natürlich auch nochmal insbesondere Homosexualität. Und da zu zeigen, dass Kirche eben anders sein kann, das ist mein Ziel. Und es kommen aber auch Leute, die krasse Verletzungsgeschichten mit Kirche haben. Und ich hatte in meinen Gottesdiensten, in den queeren Gottesdiensten, tatsächlich schon Menschen sitzen, die sagen, ich war seit 18 Jahren nicht in der Kirche und dieser Gottesdienst hat eine Versöhnung hergestellt. Oft wirken die Gottesdienste oder auch wenn ich von Partys rede, wirkt das schrill, was ich mache. Das ist es aber nicht. Es hat auch eine große Tiefe. Also wir versuchen auch immer in Gebeten oder in Menschen, die wir zu Wort kommen lassen, diese Verletzungsgeschichten aufzugreifen und der Verletzung, die da passiert ist, auch Raum zu geben. Das ist sehr wichtig, glaube ich, und dann auch ein erster Prozess der Heilung, weil Kirche ja auch eine große Schuldgeschichte hat gegenüber queeren Menschen und da viele Wunden aufgerissen hat. Und ich glaube, diese Wunden, die da entstanden sind, sind nicht, also da war man vielleicht, um es biblisch zu sagen, war man vielleicht eher die Person, die ans Kreuz genagelt hat, als dem Messias nahe zu sein. Und dass diese Wunden heilen können und da es auch so eine Art Auferstehung gibt, das ist, glaube ich, der Prozess und der Weg, auf dem ich versuche, Leute zu bringen und auch in der Gemeinde, also die Gemeinde auf diesen Weg zu bringen. Und ich selber hatte zum Beispiel jetzt eine Erfahrung im Rahmen dieser Partys und der Gottesdienste, dass eine Person zu mir kam und meinte, Tim, ich bin trans und ich möchte mich von dir auf meinen neuen Namen taufen lassen. Und ich war so, okay, ob das zweite Taufe und so, ob das geht, aber ich kann dir einen Segen mitgeben. Und eine Tauferinnerung. Und dann habe ich quasi ein Ritual entwickelt und wir haben dann eine Tauferinnerung, eine Segnung auf den neuen Namen gefeiert. Und das war eben auch schön, weil ja oft in queeren Kontexten ist man vielleicht eher mit den Freundinnen zusammen, aber dann ist wirklich auch die ganze Familie, die Omas, die Eltern gekommen, für die das natürlich auch ein langer Weg war, dass das eigene Kind, das Enkelkind nicht mehr den Namen, den man mal gegeben hat, trägt. Und dann haben wir eben auch vor der Kirche gestartet mit einem Luftballon, den wir steigen lassen haben, wo dann der alte Name, der auch nicht mehr genannt wurde, weil das nicht wichtig ist, aber der wurde dann steigen lassen und ziehen lassen, so als Abschiedsritual. Und dann sind wir in die Kirche gegangen und dann gab es eine Segnung auf den neuen Namen. Und der neue Name war Jona. Und dann haben wir auch nochmal die Jona-Geschichte gelesen und gehört. Und Jona hat ja auch einen langen Weg mit Gott hinter sich und das hat dann auch irgendwie gut gepasst und läuft erst vor Gott weg und findet dann aber auch wieder zu Gott.
Ja, schön, dass da so ein echter Dialog dann irgendwie auch geschaffen werden kann, ne? Durch Kirche oder mithilfe von Kirche. Und ja, total toll, was du so erzählst. Also super spannend, da hätte ich glatt mal Lust, mal vorbeizukommen und mir das mal anzuschauen. Einfach so aus Neugier und Interesse. Vielleicht noch ganz zum Schluss, was würdest du dir wünschen, so für die nächsten 5 Jahre, was Entwicklung, Kirche, Queer, was das so angeht? Also ich finde, queere Menschen müssen sich ja aufgrund der Gegebenheiten oft viel mehr mit ihrer Identität auseinandersetzen. Das ist aber auch eine Art der Befreiung, dieser Weg. Und diese Befreiung kann am Ende ja auch gefeiert werden. Und ich finde, das wünsche ich manchmal Kirche noch mehr, dass man nicht so sehr aus Angst oder vor bestimmten Dingen an bestimmten Traditionen oder was weiß ich festhält, sondern die Traditionen gut kennt und diese Traditionen auch mit Freude feiert und authentisch feiert. Das ist das, was ich mir für die nächsten 5 Jahre in allen Gemeinden wünsche. Ganz egal, welche Konfession. Genau, und authentisch feiern heißt jetzt auch nicht immer bunt und wild, sondern mal mit Tiefe, wenn es angebracht ist, und mal eben bunt und schrill. Das ist ein Schlusswort, würde ich sagen. Vielen Dank, Tim, dass du da warst. Wenn euch die persönliche Geschichte von Tim interessiert, also wie er selber zur Kirche gekommen ist, wie du Pfarrer geworden bist, ne, und wie das Ganze natürlich auch mit deiner Homosexualität und deinem Outing zusammenhängt, dann haben wir das Video, was wir dazu schon gemacht haben, unten in der Box für euch verlinkt. Schaut da super gerne rein, da hören wir noch ein bisschen mehr von dir. Ansonsten interessiert uns total, was ihr zu dem Thema denkt. Ich glaube, da kriegen wir bestimmt jetzt ganz unterschiedliche Kommentare. Was sind eure Erfahrungen mit Queer und Kirche? Schreibt das gerne unten rein und dann freuen wir von euch zu lesen. Bitte bleibt dabei immer respektvoll, das ist uns total wichtig, weil es hier eben um Menschen geht und wir wollen keine Verurteilung, sondern eben diese Annahme, über die wir gesprochen haben. Von daher freuen wir uns total aufs nächste Video, hoffen, dass ihr da wieder mit am Start seid. Und ja, wenn euch die Themen hier gefallen, dann gebt uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo. Und wir sagen Tschüss. Tschüss. Ciao.